Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zu Ultimate Admiral Dreadnoughts. Was ist denn das eigentlich? Kronstadt. Kennt das jemand, dieses Wort? Ich habe es noch nie gehört. Ja, aber Hammer und Sichel sind hier schon am Start. Was ist bei uns eigentlich am Start? Die Preußenklasse ist am Start. Und die Tannenberg ist am Start. Und ich hoffe, du hast ein Abo hier am Start. Sonst lässt du mir mal eins da. Bitte aktiviert auch die Glocke, damit ihr hier nichts verpasst. Denn wahrscheinlich im Februar könnt ihr hier mit einem richtig, richtig spannenden Projekt rechnen. Ich möchte da noch nicht zu viel zu sagen, was es so auf YouTube vielleicht gar nicht nochmal gibt. Wir machen hier 33 Knoten. Ja, wir bauen einen schweren Kreuzer, die Danzig. Wir gehen mal eben auf unseren Schlachtkreuzer. Also, was ist die Aufgabe dieses Schiffes? Die Tannenberg, das ist ein rein repräsentatives Schiff, was unsere Flotte repräsentieren soll, das Flaggschiff unserer Flotte. Das hat operativ keinen besonderen Wert, ja, das läuft nur 25 Knoten. Ich möchte eine schnelle, schlagkräftige Marine, die in der Lage ist, gegen England Handelskrieg zu führen. Und genau das wird die Aufgabe dieser Schlachtkreuzer sein. Der Phil von Strategos Xenophon hat mich da auf einiges hingewiesen, was ich wirklich fantastisch finde. Also es ist durchaus sinnvoll, hier die Bulkheads nur auf Standard zu machen. Das spart ihr ganz massiv Tonnage. Vielen Dank, Phil, für diese Anmerkungen. Des Weiteren hat er gesagt, Drillingstürme sind zu ungenau und schießen langsamer. Darum lieber Zwillingslafetten. Allerdings, und das Kaliber wäre zu klein, sagte er, weil damit schwer nur gegen Schlachtschiffe zu kämpfen ist. Das ist gar nicht die Aufgabe dieses Schiffes, hier gegen andere Schlachtschiffe zu kämpfen. 33 Knoten, das ist unglaublich schnell. Und damit können wir uns jedem Gegner entziehen, der uns im Kaliber überlegen ist. Wir werden jetzt einen schweren Kreuzer bauen, der im Verband mit der Preußen kämpfen kann. Das heißt, der läuft auch mindestens 33 Knoten. Und das machen wir auch nochmal mit einem leichten Kreuzer dann, sodass wir Kampfverbände aufstellen können, kleine Kampfverbände, die Handelskrieg führen und sich britischen Schlachtschiffen entziehen können. England hat derzeit 5 Schlachtschiffe und ich sehe mich nicht in der Lage, hier im 1:1-Duell gegen die Royal Navy zu bestehen. Und deswegen hatte ich das letzte Mal auch über die Wahl der Türme. Warum nimmt man eigentlich Drillingstürme oder warum nimmt man Doppellafetten und so? Und die bessere Wahl, jetzt mal in echt gesprochen, die bessere Wahl ist eigentlich ein Drillingsturm. 3 Türme anstatt 4 und dafür Drillingstürme, ja. Das ist die bessere Wahl, weil du einfach unglaublich viel Gewicht sparst. Aber die deutsche Marine bzw. die deutschen Ingenieure haben bei Bismarck und Tirpitz sich für 4 Türme entschieden in Doppellafetten. Und das haben die gemacht, weil ein deutsches Schlachtschiff, entschuldigt bitte, ein deutsches Schlachtschiff unter völlig anderen Bedingungen kämpft als ein britisches. Ja, also eine Bismarck wird immer anders eingesetzt, auch wenn sie nur einmal eingesetzt wurde und die Tirpitz ja so gut wie gar nicht eingesetzt wurde. Aber der Plan ist natürlich ein anderer. Sprich, die Flottendoktrin ist eine andere. Und eine Rodney, eine King George, die kämpfen einfach in einem anderen Kontext. Die haben die Homefleet halt im Nacken und haben entsprechend viel eigene Einheiten dabei. Andere Schlachtschiffe, aber auch schwere, leichte Kreuzer und so weiter. Damit war bei der deutschen Marine nicht zu rechnen. Also Bismarck ist gebaut worden, um gegen eine Übermacht, numerische Übermacht, zu kämpfen. Und 4 Türme erlauben dir einfach, einen Gegner mehr zu bekämpfen, da jeder Turm auch Ziele
autark quasi bekämpfen kann, wenn auch nicht mit der gleichen Präzision wie zentral über die Feuerleitanlage gesteuert. Und dazu kommt, beim Treffer in einen Turm fallen halt eben nur 2 Kanonen und nicht 3 aus. Ja, das war so der Gedankengang und dafür nimmt man auch eben dann ein höheres Gewicht in Kauf, weil es eben in die Flottendoktrin passt. Und da dieses Schiff gar nicht dafür gebaut ist, Schlachtschiffe zu bekämpfen, sondern eben Handelskrieg zu führen, sich stärkeren Gegnern zu entziehen, siehe Panzerschiffe, Admiral Scheer, Graf Spee und Deutschland, ja, das ist genau das gleiche Konzept. Leichte Panzerung, ja, also die haben ja nichts ausgehalten. Selbst leichte Kreuzer haben ja schwere Schäden an der Graf Spee verursacht, ne? Also das war einfach ein hauchdünner Stahl nur, was die Graf Spee hatte. Aber die war schnell und die war stark bewaffnet halt, ja. Und jeder, der schneller war als sie, hat eine unterlegene Artillerie gehabt. Und jeder, der eine überlegene Artillerie hatte, war langsamer als sie. Das ist die Idee einer Preußen. Aber zweifelsohne mit den Bulkheads, das ärgert mich ein bisschen. Aber da habe ich was gelernt und beim nächsten Design werden wir das natürlich bedenken. Wir gehen hier auf Cap, halt, ja, 33 Knoten, Bulkheads. Wir gucken jetzt mal, 6800. Das wird hier nicht so viel sein, weil das kein Schlachtschiff ist. Da kann man tatsächlich überlegen, ob man das drin lässt. Es sind nur 100 Tonnen. Ne, es sind 200 Tonnen, circa 230 Tonnen. Ich lasse es mal. Das machen wir aber schon. Ich würde ihn gern ein bisschen breiter machen. Machen wir mal, ja, lass ruhig mal 8% machen. Wir gucken mal, ob wir dann Torpedos da vielleicht noch irgendwo verbauen können. Wir nehmen natürlich Öl. Das spart auch nochmal Gewicht und bringt ein bisschen mehr Leistung. Jetzt müssen wir mal gucken. Funnel Capacity, das ist ja Quatsch. Ich muss mir auch mal einen Standard überlegen, dass ich hier nichts wieder vergesse oder so. Wir verbauen auf jeden Fall mal hier Best of the Best, was die Aufbauten angeht und gucken mal, ob wir da mit dem Gewicht gut hinkommen. So, und dann die Schornsteine einmal, zweimal. So, dann haben wir nämlich hier schon den Salat. Dann gucken wir mal, Funnel Capacity, Funnel Weight geht hier. Smoke Interference. Das ist natürlich auch cool. Das ist vielleicht bei Zerstören oder so ganz nice, ne? Das ist zu viel. Das reicht auch schon aus. Das reicht nicht aus. Turbinen würde ich halt mal. Ach, guck mal. So, und das reicht nämlich auch schon aus. Auxiliary Engine. Machen wir mal hier auf Cap. Irgendwas ist jetzt passiert. Ich weiß nicht was. Okay. Shaft machen wir so. Und hier würde ich dann mal die Turning Rate, weil davon auszugehen ist, dass hier gegen eine Torpedowaffe gekämpft werden muss. Dann nehmen wir Electric. Stahl. Geht hier hoch. Torpedos. Nehmen wir mal das. Das lassen wir mal auf. Naja, Double würde ich schon machen. Bulkheads. Anti-Flood. Zitadelle für einen schweren Kreuzer würde ich mal. Resistance. Ja, kommen wir mal. Hier das Gute. Dann. Gun Aiming und Gun Base Accuracy, also nicht das Long Range Ding, ne, sondern weil ich auch hier, klar machen wir Feuerunterstützung für die Großkampfschiffe, aber ich werde vielleicht auch auf kürzere Entfernungen einfach leichte Kreuzer, ja vielleicht sogar Zerstörer oder so abweisen müssen. Von daher gehen wir hier auf die Base Accuracy und okay. So. Das ist die Danzig. Ich würde dann ganz gerne Achtern eine Barbette und zwar eine Dual-Barbette verbauen. Ups, ach ne, jetzt hat er sich schon umgedreht. Okay. Ein bisschen Abstand. Das ist. Na super. Okay. Und dann als Hauptartillerie würde ich mal
20 Zentimeter, also sollen wir 23 Zentimeter nehmen? Zwilling, wir gucken mal, was das an Gewicht ausmacht. Aber die passt da nicht drauf. Shit. Das passt da nicht drauf. Wir nehmen erstmal Zwillingstürme. Okay, Sekundärartillerie. Ich weiß nicht, können wir hier... Ah, das geht sogar. Ja. Okay, und wenn wir das ein bisschen breiter machen, das Ding. Das ändert nicht. Doch. Machen wir mal 12. So, na komm. Ärgerlich. Na kommen Sie. Ziehen Sie sich nicht so. Und hier ist einzeln, ja, aber das macht ja dann, dann kann ich auch einen Doppelturm hinstellen, ne? Ärgerlich. Das ist ärgerlich. Und die 7er. Ja, da können wir 2, ja, da machen wir das, was wir in den Turm hier löschen. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen groß. Dann machen wir hier 7 cm. Und den drehen wir um. Zack. Das nervt immer, ne? Dass da drüben dann. Jetzt muss ich den hoffen, dass das hier wirklich symmetrisch ist. Nee, ist es natürlich nicht. Ja, klar. So, ne? Ist das jetzt symmetrisch? Ich hoffe. Ja, oder? Nicht, oder? Nee, oder? Doch. Nee, doch. Okay. Und dann hier das Rettungsboot geht nicht weg, oder wie? Okay, dann haben wir 7 cm. Dann so. Nee, das nicht. Nee, da müssen wir die 5 cm. Na komm. So. So, oder? So, ganz have poor spots. Okay, welche sind das? Ah. Okay. War das echt die Hauptartillerie, ja? Center. 20 cm. Echt jetzt? Aber was? Aber was? Nee. Ah, okay. Ah. Ach, scheiße. Ja, weiter runter können wir auf gar keinen Fall gehen. Ich mach's jetzt nur mal, um zu gucken. Okay, welches ist es, die für Medium Guns? Scheiße. Hm.
Also warum ich das hintere, also das hintere Geschütz auch auf eine Barbette stellen will, ist halt, ich würde halt gern Torpedos hier verbauen. Und das geht dann eben nur. Wenn, ja, wenn das eben auch auf einer Barbette ist, ne? Dass das nicht geht, ist so ärgerlich. Ich hätte schon gern ein größeres Kaliber hier für den schweren Kreuzer. Sollen wir das ignorieren? Ist es einfach egal dann, oder? Kann der jetzt nicht nach vorne schießen? Doch, oder? Ich probiere das mal. Okay, dann alles wieder neu bauen. Also, wir brauchen Sekundärgeschütze. Ah, perfekt. Nice. Dann könnten wir auch noch. Können wir hier eins hin machen? Nee. Vielleicht so ein kleines. Ja. Ist doch cool. Geht da auch sowas hier? Nee. Okay, aber wir können hier die kleinen hinsetzen. Zack. Dann Kasematten, da würde ich dann die 7-6er nehmen. Die kommen nämlich hier hin. So, dann natürlich noch vorne. 20 cm. Ja. Dann kommen die Torpedos. 64 Tonnen, 85 Tonnen. Ja, komm dann. Reichen da 4 auf jeder Seite? Erstmal, oder? Wir müssen ja noch ein paar Sachen verbauen. Also so würde ich das jetzt mal lassen. Dann machen wir hier mal weiter. Betten. Ja, nehmen wir das Beste. Dann würde ich mal Standard nehmen. Das Max HE. So, cropped. So, Standard, das machen wir so. Turning Red. Und ich würde gern. Fast. Ne, das ist dann zu langsam. Standard Ammo. Ich weiß nicht, muss man da Increased machen? Shell Damage. Fire Chance. Es wird ein bisschen gefährlicher dadurch. TNT. So, das haben wir schon, das haben wir schon. Was ist, wenn wir jetzt hier 34 machen? Da geht aber die Engine Efficiency runter. Ups. 35,5. Nee, okay. Nee, 33,5. Entschuldigt bitte, das war so. Nee, wir bleiben aber 33. Wir bleiben mal bei 33 Knoten. Wir haben immer noch echt Platz. Dann machen wir mal andere Manguns und auch Drillingstürme. So.
Kaliber wäre schöner, wenn es ein bisschen größer wäre, ne? Aber wir können ja vielleicht einfach das Kaliber hier noch ein bisschen vergrößern. Ah. Machen wir es so. Ja. Jetzt haben wir erst 20 Minuten rum. Und sind mit unserem schweren Kreuzer schon durch. Ach, die haben auch keinen Sonar hier, die schweren Kreuzer. Okay. Okay. Forward, Offset. Das gefällt mir auch richtig gut, dass man da jetzt nicht mehr so rumtüfteln muss und dann sieht es irgendwie alles total dämlich aus. Entschuldigt bitte, dass ich mich mal so räusper muss. Meine Nase ist auch immer wieder ein bisschen verstopft. Ich näsel, glaube ich, auch ein bisschen. So, wir safen das mal. Dann hätten wir eigentlich noch Zeit auch für einen leichten Kreuzer, oder? Was sagt ihr? Oder wir bauen eine modernisierte Variante. Achso, warte mal, was ich jetzt nicht geguckt habe, ist die Reichweite. Ja, ist mega. Super. Ach ja, und einer hatte unter das Video geschrieben, hier, was ein Quatsch hier mit Fahne der Bundesrepublik Deutschland auf der kaiserlichen Schiff. Also wir sind im Jahr 1920, da gibt es die kaiserliche Marine nicht mehr, sondern das ist die Reichsmarine. Die Reichsmarine sind die Seestreitkräfte der Weimarer Republik. Die Staatsflagge der Weimarer Republik ist schwarz-rot-gold, angelehnt an die Lützowischen Freikorps, die im Kampf gegen Napoleon, sich verdient gemacht haben. Lützowische Freikorps hatten schwarze Uniformen, rote Kragen und ich glaube auch rote Ärmel und goldene Knöpfe. Von daher kommen diese Farben eben, so kommen diese Farben zustande und die Weimarer Republik hat eben diese Flagge sich als Staatsflagge gewählt und die Bundesrepublik Deutschland sich in Tradition der Weimarer Republik sehend hat diese Farben der ersten deutschen Demokratie übernommen. Also das ist durchaus korrekt. Und diese Farben hier, schwarz-weiß-rot, sind eben die Farben, die preußischen Farben sozusagen der kaiserlichen Marine, beziehungsweise Preußen ist ja nur schwarz-weiß. Und die Reichsmarine sowie auch die Reichswehr, also die Landstreitkräfte der Weimarer Republik, haben sich in Tradition der kaiserlichen Armee bzw. Marine gesehen. Das kann man auch ein bisschen nachvollziehen, ja, weil natürlich mit dem November 1918 das alles wenig glorreich war für Militärs. Von daher, sieht man sich dann gerne. Sollen wir mal hier so machen, Refit. Wir nehmen hier mal Phils Vorschlag an. Das ist natürlich doch dramatisch, ne? Das ist wirklich dramatisch, was wir hier nochmal an Gewicht einsparen. Des Weiteren hatte ich das hier ja auch verpeilt. So, dann können wir auch den Semi. Das ist nämlich auch wichtig für so einen Schlachtkreuzer, ja. Und das genauso. Und dann modernisieren wir halt die Schiffe. Und jetzt ist die Frage, wir haben jetzt sogar noch genug Tonnage frei, um hier einen neuen großen Turm noch reinzubauen, ne? Was machen wir da jetzt? Wir haben jetzt 30 cm. Ich würde gerne dabei bleiben, bei den 30 cm. Wir haben hier 15 cm. Und hier haben wir, das sind ein bisschen kleinere, 5 cm, die nehmen wir mal weg.
wir probieren es mal aus. Wir setzen jetzt hier mal noch eine Barbette hin. Reicht da Medium Superimpost wahrscheinlich, oder? Das würde sogar gehen. So, jetzt machen wir das mal so. Und das schieben wir nach hinten. Einfach um ein bisschen Gewicht zu sparen. Ich mach das mal weg. So, 30 cm. Mal gucken, vielleicht stellen wir dann gleich um auf Zwillingslafetten. Ne, das geht einfach nicht. Okay, und 30 cm Zwillingstürme. Oh, ich liebe aber irgendwie diese Drillingstürme. Ich finde es irgendwie cool. Ach nee, ist irgendwie. Irgendwie finde ich das geil. Also, es gefällt mir einfach irgendwie verdammt gut. Zentimeter. Na komm. So. Schaffen wir hier zwei hinzubauen? Nee, ne? Schaffen wir nicht, oder? Das schaffen wir nicht. Können wir hier Torpedowerfer eigentlich hinbauen? Ja. Dumm-di-dumm-di-dumm. Da kriegen wir wieder Probleme dann mit. Das ist dann jetzt auch, wenn ich hier mein 15 cm Geschütz hinsetze. Kannst du dich mal umdrehen? Jawohl, danke. Nee. Dann machen wir halt Viererwerfer. Oh, warte, jetzt hat er hier. So, gucken wir mal jetzt, wie jetzt. Ja, das ist doch annehmbar. Das ist zwar eine super unkonventionelle Konstruktion. Aber sei es drum. Da. Na komm. So. Das geht nicht, ne? Da will ich jetzt zu viel. Ah, komm. Ah, das sind Drillingsturms, wollte ich nicht. Achso, ich hätte den einen. Oh Mann, das ist so doof, dass wenn man das Ding dreht, dass das dann. Na komm. Na komm. So, dann muss ich den anderen jetzt erstmal drehen. So. Ah. War das hier, die Stelle?
Ja, ne? Müsste passen. Dann müssten wir jetzt ja irgendwie hier nochmal so einen Turm hinbauen können, oder? Ja. Macht das Sinn? Irgendwie schon, oder? Kann ich das noch bewegen hier? Das ist irgendwie merkwürdig. So, wir machen das einfach völlig schmerzfrei. Machen wir das. Warum dreht er sich denn nicht nach vorne? So, was so. Ja, dann können wir zu beiden Seiten mit 6 Rohren wirken. Hier verbietet sich das. Und da sowieso. Ja, schade, ich bin so versessen auf Torpedos. Aber das haben wir jetzt ja schon bei unserem schweren Kreuzer. Und dann können wir hier noch ein bisschen die Panzerung hochtreiben. Zentimeter. Weltpanzerung, lassen wir das Superstructure, können wir noch ein bisschen hoch. So. Ich würde sagen, hören wir das auch noch ein bisschen. Ja. Wir haben immer noch 2000 Tonnen. Übrig. Die Hauptpanzerung noch. Dann machen wir hier auch noch mal ein bisschen überall dazu. Vordeck, den Tower haben wir ja schon ein bisschen, ne? Aufbelt hier noch zurück. Das Deckpanzerung, kommen wir ruhig auf 9 cm mal. Superstructure. Puppeten. Okay, warte, mal 40 cm. Kasematten-Armor. Ja, komm mal ein bisschen. Ah, nicht der Top. Ganz. Machen wir 37 cm, so. Dann haben wir jetzt bedeutend mehr Panzerschutz, ohne hier Geschwindigkeit einzubüßen. Haben jetzt nochmal eine Kanone hier mehr von den 15 cm. Ja, andere Variante wäre halt, ne, also hier einen anderen Aufbau zu nehmen und dann eben 4 Türme zu verbauen. Aber ich würde sagen, so lassen wir es.
Wir safen das mal. So, dann. Machen wir in der nächsten Folge einen leichten Kreuzer. Dann kann man die Preußen modernisieren. Die ist dann auch nicht radikal neu oder so, sondern einfach ja, verbessert. Das ist doch ganz cool. Und dann würde ich davon mal 4 Stück bauen. So. Haben wir noch Zeit? Nee, das machen wir das nächste Mal. Krass, guck mal, der kostet im Unterhalt so viel wie das ist wie der Schlachtkreuzer. Das ist ja merkwürdig, oder? So, Wilhelmshaven. Die Bayern, Wilhelmshaven. Ach so, Danzig. Na. Danzig. Breslau. Posen. Und Pillau. Alles ostdeutsche Städte. Also der wahre Osten. Nicht Mitteldeutschland. Darf man nicht zu laut sagen. Okay, ja, dann gehst du und nach nach Kiel. Wilhelmshaven, Kiel und Pillau. Okay, dann bauen wir noch leichte Kreuzer, die vor allen Dingen jetzt hier dann im Verband mit Preußen und Danzig fahren. Dann bauen wir noch 2 Zerstörer. Ein Torpedoboot, wenn man so will, und ein Zerstörer, der eben als Geleitzerstörer dient, der eine starke Artilleriebewaffnung hat, um eben andere Zerstörer zu jagen. Das ist so der Plan. Schreibt mir eure Ideen, eure Anmerkungen in die Kommentare. Und ja, ich schätze mal, übernächste Folge können wir hier endlich Start Campaign machen. Ich freue mich da schon drauf und bin sehr gespannt, was diese Mod, die ihr übrigens hier in der Videobeschreibung verlinkt findet, so zu bieten hat. Vielen Dank fürs Zuschauen, liken, abonnieren und vor allen Dingen denkt bitte an die Glocke. Das ist einfach massiv wichtig, dass ihr hier nichts verpasst. Und vor allen Dingen auch über kommende Projekte informiert seid. Ich kann euch versprechen, im Februar passiert da einiges. Ich bin der Basti und ich bin hier raus. Tschüss.